Auf der Wache Duisburg-Nord diskutieren Kriminalhauptkommissar Norbert Meinert und Kriminalkommissar Sören Naujok einen aktuellen Fall, als es auf dem Flur einen lautstarken Streit gibt. Die Kripo-Kommissare trennen die beiden Frauen. Meinert. Gute Faber. Ja. Frau Faber. Ja. Na, erzählen Sie mal, was ist denn los? Ja, ich leite eine Immobilienfirma in Duisburg und das ist meine Mitarbeiterin, die Lisa Schröder. Sie ist ungefähr seit 3 Monaten bei uns in der Firma. Und ich war gestern auf einem Seminar in Bielefeld. Also das heißt, ich war gestern Abend nicht da. Sie war alleine, beziehungsweise mit noch einer Kollegin in der Immobilienfirma. Dann behauptet sie, dass gestern Abend der Chef gekommen ist und sie gebeten hat, sofort 150.000 Euro auf irgendein Konto in der Schweiz zu überweisen. Ja. Zunächst einmal würde der Chef nie unangemeldet kommen. Ich leite die Filiale. Der Chef sitzt in Düsseldorf. Er kommt vielleicht 2-mal im Jahr vorbei und dann meldet er sich vorher an. Das ist pur gelogen. Und ich glaube niemals, dass er gestern Abend da war und hat 150.000 Euro überwiesen. Ich habe ihn angerufen. Er sagt, er weiß von nichts. Er ist auch schon auf dem Weg hierher. Er ist außer sich. Wir sind alle außer uns. Ich weiß nicht, was dahinter steckt. Ich weiß, dass Frau Schröder wirklich ein bisschen Geldprobleme hat. Sie ist alleinerziehende Mutter und es geht ihr nicht wirklich gut. Aber 150.000 Euro auf irgendein Konto in die Schweiz zu überweisen, ist ja wohl der absolute Hammer. Weiß denn die Frau Schröder nicht, wie der Chef aussieht, oder? Ja, ich glaube, sie hat ihn noch nicht gesehen. Auf Bildern natürlich, auf der Website hat sie ihn gesehen, ne? Aber so live hat sie ihn noch nicht getroffen. Ach so. Hm. Der Chef hat sie nicht direkt eingeschätzt, jemand anders gemacht. Haben Sie das gemacht? Ja, ich leite die Filiale. Ja, das ist in der Tat ein bisschen merkwürdig. Gut, und Sie haben jetzt den Chef angerufen. Richtig. Der weiß von nichts, ist Nein. außer sich und ist auf dem Weg hierher. Richtig, ganz genau. Okay. Das ist der Herr Böhmer. Merkwürdig. Ja. Mehr kann ich dazu wirklich nicht sagen. Der Herr Böhmer stand vor mir. Der wollte unbedingt diese 150.000 Euro sofort überwiesen haben. Der hat mir so einen Druck gemacht. Ich wollte selber erstmal die Frau Faber anrufen, aber wenn der Chef vor einem steht, dann kriegt man Angst. Okay. Meine 150.000 Euro ist ja nicht unbedingt ein Klecks, ne? Es gibt doch bestimmt eine Internetseite, da wird doch der Herr Böhmer drauf sein, denke ich mal, oder? Ja, der hat ein Foto. Das ist, www.traumimmobilien-böhmer.de. Warte mal kurz. Okay, alles klar, ich guck mal nach schnell. Lass uns mal kurz quatschen. Ja. So, was haben wir denn hier? Den habe ich schon mal gefunden, alles klar. Was hat sie dir denn erzählt? Ja, die hat gesagt, dass der Chef war das nicht. Der ist auch schon auf dem Weg hierher, weil der kommt nur alle 1-2 Mal im Jahr maximal hin. Die kennt den gar nicht. Die hat ihn vorher nie gesehen. Okay, also sie hat so ähnlich die ganze Sache geschildert. Sie war sich selber auch unsicher, ob er das wirklich ist. Sie meinte auch, sie hat die Frau Faber versucht anzurufen. Sie ist nicht ans Telefon gegangen, aber er hat sie wohl so unter Druck gesetzt und sie hatte Angst, weil es ist ein neuer Job. Und dann hat sie natürlich die Überweisung ausgeführt. Und ich habe mir mal die Internetseite geben lassen. Das ist die, www.traumimmobilien-böhmer.de. Und hier ist auch ein Bild von ihm drauf. Und lassen wir es mal. Und wer ist die da? Das scheint. Die Tochter steht hier. Okay. Ja. Vielleicht kann man ihr das mal zeigen. Ja. Man kann bestätigen, ob er das war oder nicht. Genau. So wie sie sich verhält, scheint es schon glaubwürdig, dass sie das auf Anweisung getätigt hat. Aber manche Menschen können sich gut verstellen. Ne? Gehen wir mal rein? Ja. Ich habe mir mal die Internetseite rausgesucht. Mhm. Da ist der Herr Böhmer. Das ist der Herr Böhmer? Ja. Und diese Person war bei Ihnen am Arbeitsplatz und hat die Anweisung angefordert, sozusagen. Ja, das ist Herr Böhmer. Hundertprozentig sicher? Ja. Okay. Das ist ja sehr kurios, ne? Ja, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich glaube, der hatte keine Brille an, oder? Machen Sie das mal ein bisschen größer hier. Der hatte keine Brille auf? Der Kerl von gestern? Ich glaube, er hatte einen Leberfleck gehabt. Der ist hier auf dem Foto nicht. Wo hat der Leberfleck gehabt? Hier auf der Wange. Ja, das ist ja. Wo, links oder rechts? Ja, wenn er, ja, rechts dann. Okay. Okay, also einen Leberfleck wegmachen lassen und dann. Also, das vielleicht vorher da drauf war und der weg ist, ist ja möglich, aber umgekehrt. Und dann Zwilling oder was? Ich bin mir total unsicher. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich glauben soll. Ich glaube mir selber gerade irgendwie nicht mehr. Die junge Frau erinnert sich aber noch, dass der Chef am Abend zuvor in einer schwarzen Limousine vorgefahren ist. Der Mann ist inzwischen auch auf der Wache eingetroffen. Die Ermittler beenden deshalb zunächst die Befragung der 34-Jährigen. Bei der Polizei, weil 150.000 Euro verschwunden sind.
Nein, Schatz, wir telefonieren später, okay? Entschuldigung. Alles gut. Kai Böhmer? Nein, Doktor. Naujak, mein Name, von der Kriminalpolizei Duisburg. Hallo, Meinert. Böhmer. Nehmen Sie Platz, Herr Böhmer. Wir würden uns mal kurz gerne mit Ihnen unterhalten. Sie ja. wissen ja vielleicht, setzen Sie sich mal bitte dorthin. Sie wissen, um was es geht? Haben die Kollegen Ihnen das schon gesagt? Ja, ich bin telefonisch informiert worden von meiner Assistentin, dass 150.000 Euro von meinem Firmenkonto überwiesen worden sind. Ja, die Überweisung haben Sie sozusagen gefordert von der Kollegin? Die habe ich nicht autorisiert. Definitiv nicht. Das ist Ihre Internetseite? Ja. Ist das richtig? Genau. Das ist meine Tochter, mit der ich gerade telefoniert habe. Das bin ich, wie Sie sehen. Genau. So. Darf ich Sie noch kurz fragen, was Sie für ein Auto fahren? Einen silbernen Arteon. Einen silbernen Arteon? Also den neuen VW. Der Mann, der die Überweisung beauftragte, fuhr also einen anderen Wagen als der Chef. Die Beamten sind sicher, dass er sich nur als Boss der Immobilienfirma ausgab, um an das Geld zu kommen. Um ihren Verdacht zu bestätigen, veranlassen sie eine Gegenüberstellung. Schauen Sie sich den Mann mal an. War das der Mann? Jetzt bin ich mir so unsicher. Sie sagten ja gestern, der Herr hätte keine Brille aufgehabt. Nee, keine. Könnten Sie die Brille mal kurz absetzen, bitte, dass sie vielleicht Wiedererkennung hat? Wie war er denn gekleidet gestern eigentlich? Okay, können Sie aufsetzen. Im Zivil halt, ne? Das ist kein Anzug und... Also leger. Der Leberfleck ist auch weg und... Leberfleck? Hatten Sie mal einen Leberfleck gehabt? Nein. Der Mann gestern also schon. Hatte keinen Leberfleck, sagte er. Frau, wie kommen Sie auf die Idee, einfach jemandem zu vertrauen und 150.000 Euro zu überweisen? Es tut mir so leid. Ich habe Sie dann verwechselt. Der Mann sah genauso aus wie Sie. Hat er auch genauso gesprochen wie Herr Böhmer oder war die Stimme anders? Glaube ich in 1000 Jahren nicht. Nee, der Herr hier hat eine viel dunklere Stimme. Offensichtlich hat der Chef einen Doppelgänger. Um diesen ausfindig zu machen, sind die Polizisten auch auf noch so kleine Indizien angewiesen. Akribisch haken sie bei der Buchhalterin nach. Nochmal zu dem Fahrzeug vielleicht irgendwas? Ein Kennzeichen oder irgendwie? Kennzeichen nicht, aber da war ein Aufkleber auf dem Auto. Was für Aufkleber? So eine Krone. Eine Krone, oder? Doch, eine Krone muss das gewesen sein. Eine Krone? Wo war die vorne? An der Windschutzscheibe? Nein, die war hinten am Reifen. An der Seite, hinten. Das ist ein Luxusverleih für Fahrzeuge. Nur mal kurz gucken. Ganz genau, stimmt. Da ist das Auto. Das ist dabei. Das. Ne? Das Auto ist das? Sicher? Sicher. Na, das ist die Krone, ja. Doch, das ist das Auto gewesen. Sicher? Sicher. Und auch die Felgen, die waren ja, die Felgen vorhin sind schon gesagt, aufgefallen. Ja, aufgefallen. Wollen wir mal anrufen, weil ich glaube, Tobi arbeitet dort. Der könnte uns vielleicht ein paar Informationen geben. Ja, eine gute Idee. Machst du mal? Ja. Die Idee von Sir Naujok erweist sich als Volltreffer. Dank des Kontaktmannes bei der Autovermietung erfahren die Kripo-Kommissare schnell und unkompliziert den Namen sowie die Adresse des mutmaßlichen Täters. Peter Mommsen hat den gestern gehabt. Petersburger Straße 156 in Duisburg. Sagt Ihnen der Name was? Okay. Nein. Sagt Ihnen der Name was? Nie gehört. Keine Ahnung. Kannst du den checken? Ja, mach ich. Setzen Sie sich mal hin. Peter Mommsen. Habe ich was? Hat er schon mal einen schweren Verkehrsunfall, wo er Fahrerflucht begangen hat? Hat er eine ED-Behandlung? Da müssten wir ED-Behandlung haben, genau. Ha, guck mal. Das ist der Mann. Das ist der Mann? Das ist der Mann, der gestern vor mir stand. Er sieht ihm ja auch aus dem Gesicht geschnitten aus. Das ist ja so, wie ich will. Können Sie gerne das mal sehen? Den kennen Sie nicht? Und noch nie mal weggelaufen? Den kenne ich nicht, aber der sieht ja wirklich... Das ist doch Duisburg Süd. Ja. Oder ruf mal drüben an der Wache an und frag mal, ob die mal vorbeigucken können. Das ist der Wache Duisburg Süd, ne? Ja. Genau. Mache ich auch. Während die Kollegen der Wache Duisburg Süd bei dem Tatverdächtigen vorbeifahren, überlegen die Ermittler, ob der Mann einen Komplizen hatte. Möglicherweise ja die Buchhalterin. Was hast du für ein Gefühl? Hat sie was mit der Sache zu tun? Spielt sie jetzt mal das Dummchen oder? Die? Nee. Ich glaube, die hat damit nichts zu tun. Die ist wirklich unschuldig. Ja, eigentlich macht sie schon einen Eindruck. Aber eher. Aber
so ein Doppelgänger auch noch zu finden. Und das gar nicht wissen, dass man so ein Zwilling ist. Man sieht ja wirklich aus wie ein Zwilling. Eigenartig. Spielt der doppelte Spiel, der Kamerad. Das kann wirklich sein. Ich geh mal einen Kollegen von Duisburg Süd. Ja, Meinhard, hallo, grüß dich. Moment, ich stell mal auf laut. Ja, nochmal bitte. Hier ist die Unterstützung auf dem kleinen Dienstweg. Ja. Also, wir haben bei dem Herrn Mommsen geklopft und geklingelt, da hat keiner aufgemacht. Jetzt sagte uns eine Nachbarin, dass der Herr Mommsen vor ungefähr einer Viertelstunde von einem Flughafen-Shuttle abgeholt worden ist, von so einem Flughafen-Taxi. Und da hätte wohl noch eine junge Frau mit drinne gesessen, mit dem Fahrer zusammen. Also der ist vor 10 Minuten in Richtung Flughafen gefahren. Alles klar. Die Beschreibung von der jungen Frau irgendwie möglich? Also die ältere Dame hat nur gemeint, es war ein junges Mädel, mehr konnte sie auch nicht sagen. Alles klar. Gut, super, danke, große Hilfe. Ja, nicht dafür. Hast was gut, danke, tschüss. Dann ab zum Flughafen, würde ich sagen. Ja. Der Flughafen liegt im Südosten von Duisburg, am Stadtrand von Mülheim an der Ruhr. Die Beamten müssen den Betrüger unbedingt erwischen, bevor er abhebt und Deutschland verlässt. Schönen guten Tag. Lassen wir die Tasche stehen. Polizei. Wer sind Sie? Ja, ein Stück zurück. Zurück. Wer sind Sie? Peter Mommsen. Peter Mommsen. Wo sollen Sie denn hingehen, Herr Mommsen? Ich wollte zur Polizei. Ich wollte Sie mich gerade zur Polizei stellen. Ja. Warum wollten Sie sich dann stellen? Ich habe an einem Betrug teilgenommen. Das wissen wir mittlerweile schon. Wo ist denn die Begleitung? Sie sind doch vorhin mit einer Frau weggefahren. Ja, die ist hier noch auf dem Rollfeld. Dann lassen wir da. Ihr kümmert euch um ihn. Ihre Tasche. Der Täter will nicht sagen, wer seine Komplizin ist. Die Ermittler entdecken die Frau jedoch in der Nähe eines Privatflugzeuges, welches offenbar gleich starten soll. Wunderschön. Wir sind von der Kriminalpolizei. Kommen Sie bitte mal raus. Hey, bleiben Sie mal hier. Hey, junge Dame, schön hier bleiben. Mitkommen. Wo wollten Sie denn hin? Ich muss Ihnen gar nicht sagen, was wollen Sie von mir? Das werden wir gleich klären. Wie ist Ihr Name? Eine Sekunde, ich gucke. Wir wurden sehr kurzfristig gebucht. Wir fliegen nach Zürich. Ich kann sofort nachgucken für den Herrn. Das wäre ganz gut. Wie heißen Sie? Ich sage Ihnen gar nichts, wie gesagt. Was wollen Sie von mir? Ihre Personalien müssen Sie uns geben. Ja, gebe ich aber nicht. Was macht der denn da? Es wurde für Frau Böhmer gebucht. Frau Böhmer? Frau Böhmer. Ja, für Frau Böhmer. Und weiter? Vorname? Vicky. Vicky. Ja, kennen wir doch von der Homepage. Das war doch die gleiche Frau. Ihr Vater kommt gerade. Ja, Vicky, was machst du denn hier? Ja, was mache ich hier? Die Frage ist, wie kommen Sie jetzt noch hierher? Ja, tut mir leid, ich war einfach neugierig. Das ist meine Tochter. Ja, ist ja klar, aber das haben wir jetzt offen mitbekommen. Sag mal, was machst du hier? Sag mir nicht, du hast mit der ganzen Sache auch noch was zu tun. Doch, Papa, hab ich. Hast du sie noch alle? Ganz ehrlich, Papa, jetzt stell dich nicht so dar, als ob du der gute Vater wärst, ja? Ganz ehrlich, du hattest nie Zeit für mich und du bist und wirst nie ein guter Vater sein. Weil für dich zählt nur Geld und ganz ehrlich, selber schuld, dass ich das alles hier organisiert habe. Du bist schuld daran. Vicky, hallo? Ich bitte dich. Egal wie du denkst, du kannst doch nicht einfach 150.000 Euro veruntreuen. Das ist für dich doch eh ein Klacks, ganz ehrlich. Du hast so viel Geld und für dich zählt auch nur das Geld. Aber wenn ihnen Geld nichts ausmacht, wieso wollen sie dann 150.000 Euro? Ja, ganz ehrlich, weil er mir den Geldhahn abgedreht hat. Ich hab doch gerade gesagt, er hat nie Zeit für mich. Ja, hast du überhaupt eine Ahnung, warum? Das Einzige, was du mir geben kannst, nee, das Einzige, was ich erreichen wollte, das ist, dass du mal Selbstverantwortung übernimmst. Warum? Ich hab doch eh das ganze Geld später. Wofür soll ich arbeiten gehen, wenn du so viel Geld hast? Ach so, er hat den Geldhahn abgedreht, also Kreditkarte gesperrt und haben sich gedacht, ach du Papa, das muss doch so weiterlaufen, da muss ich mal irgendwie was einfallen lassen, oder wie? Da muss ich halt zu härteren Mitteln greifen, ganz ehrlich, Papa. Sagen Sie mal, was mich noch interessiert, genau, oder woher kennen Sie den Doppelgänger von ihm? Ja, den habe ich im Café getroffen und dann dachte ich mir, passt doch, sieht so aus wie Papa. Habe ich mir das Ganze einfallen lassen. Tja, irgendwie muss man ja an sein Geld kommen, ne? Soll ich dem Personal Bescheid sagen, dass der Flug... Der Flug ist gecancelt, können Sie beim Tower Bescheid sagen. Die Täterin muss sich wegen Betrugs und Anstiftung zum Betrug verantworten. Ihr Komplize wegen Beihilfe zum Betrug. Der Vater hat seiner Tochter gekündigt. Zwischen beiden herrscht Funkstille.